Schwester, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... Tja... Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja. Also es geht um... Nun ja, um Wildschweine. Ihr wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor, und es scharrt. Ja, ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch zwei erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Oh, ganz toll, ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Also hört mal zu. Duras ist etwas... anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Entscheidet euch. Aber bitte schnell, ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein, ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet es schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. Wisst ihr schon, ich meine, mit wem ihr mitgehen werdet? Wisst ihr es? Wirklich? Mit mir? Also, ihr meint das ernst, ja? Überragend finde ich das. Dann gehen wir. Also hinter die Abtei gehen wir dann. Dort ist es. Ich meine das Wildschwein. Das ist dort irgendwo dahinter. Ihr müsst aber, wie gesagt, keine Angst davor haben. Müsst ihr nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon einen anderen finden. Geht nur mit Duras mit, aber lasst euch nicht von seinen Fantasien anstecken. Thank you.
Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen, nachdem diese Menschen jeden Monat bei Vollmond ein Neugeborenes opfern und sein Blut trinken. Ihr solltet euch von denen fernhalten. Also, ich hoffe nun, ja, dass ihr keine Angst hattet, nicht wahr? Aber ein Wildschwein ist hier irgendwie nicht. Ich fürchte bald, nun ja, es besteht natürlich die Möglichkeit. Also, es wäre möglich, dass es vielleicht gar kein Wildschwein gibt. Ja, das ist möglich, nicht wahr? Hier habt ihr eure versprochenen Tränke. Ja, und ich? Also, ich gehe dann mal wieder. War wohl nichts, die ganze Aktion hier. Das hätte ich nicht erwartet. Schade. Aber ich werde schon ein anderes. Ja, ja. War alles für die Katz gewesen, was? Alles umsonst. Nein, nein! Zwei Luchse waren es. Mehr nicht. Nur die zwei. Ich bin wohl doch paranoid. Also, ihr geht jetzt besser, nicht wahr? Thank you.
Ja, Schwester? Kann ich etwas für euch tun? Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Aber es geht wohl nicht anders. Der Krieg verlangt Opfer von uns. Wenn ich euch aber noch eines raten darf, geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Der Weg dorthin ist lang und zu diesen Zeiten auch gefährlich. Sucht euch etwas Ausrüstung zusammen und stärkt euch. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Das wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Hier ist immer eine Tür für euch offen. Lebt wohl. Mögen unsere gnädigen Götter euch ihren Segen gewähren.